Ja, herzlich willkommen zum neuen Video. In diesem Video, ich habe es im letzten Video ja schon angedeutet, oder im vorletzten, ich weiß es nicht mehr, will ich mal vergleichen mit der Stoppuhr Schwarmkontrolle der Dan Zander. Ich habe einräumig Zander gewählt, weil zweiräumig Zander kommt für mich aus verschiedenen Gründen gar nicht zur Betracht. Und auch da diese Kippkontrolle, warum, wieso, erkläre ich euch hinten in der Zusammenfassung im Ergebnis mit meiner Meinung dazu. Also schaut euch jetzt einfach ganz in Ruhe mal diesen Vergleich an. Schreibt mir eure Meinungen, eure Anregungen gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, weil diese Unterstützung, diesen Support, das tut einfach gut. Ja. Und dann sehen wir uns am Ende oder nach den Einspielungen vom Bienenstand, von der Schwarmkontrolle, sehen wir uns dann gleich wieder am Ende vom Video und ich erzähle euch was über, für mich doch ein bisschen überraschend, dieses Ergebnis. Also bis gleich. Starten wir mal mit der Dantbienenvolk. Ich würde sagen, der Fairness halber starten wir einfach mit, wenn wir die Honigräume abgenommen haben. Hier haben wir jetzt ein Bienenvolk, da ist der Honigraum offensichtlich ganz schön gefüllt. Der obere, geht so. Seht ihr was? Ihr seht was. So, und dann würde ich sagen, lasst uns mal die Zeit starten. Also wir nehmen den Sheet raus, ich stelle mir den immer gegen die Wade, dann weiß ich immer, wo er ist. Dann schauen wir uns das Bienenvolk an, hängen die Wabe hier rüber. Also diesen Zeitvergleich Schwarmkontrolle, Zander, der Dant, habe ich ja schon mal gemacht. Nämlich damals, wo wir uns intensiver damit beschäftigt haben, dass unsere Imkerei langsam, aber sicher dann doch kein Hobby mehr ist. Und, oh lala. Und damals war es eigentlich ganz klar, ne? Jetzt machen wir das einfach nochmal. Ich meine, ich habe ja auch mehr Erfahrung, habe was dazugelernt, bin schneller geworden. Und schauen einfach mal, wie das Ergebnis immer noch ist zwischen Zander und der Dant. Ich bin auch mal gespannt, was rauskommt. Aber eins kann ich euch jetzt schon sagen, egal was bei dem Vergleich rauskommt, ich werde bei der Dant bleiben, weil neben dieser angenehmeren Arbeit, ne, da kleben keine Waben zusammen, nichts, gibt es noch zig Vorteile, die ich hier sehe. Und ja, ihr seht ja, ich brauche den großen Kasten. So ein Bienenvolk kannst du nicht auf einräumigen Zander halten. Ne? Das geht nicht. Und bei zweiräumigen Zander, da sind wir dann zeittechnisch ja absolut aus der Kontrolle. Ja, dann halten wir die Zeit an und bauen das wieder zusammen. Also hier haben wir auch komplett gefüllt, würde ich sagen. Ah, den Sheet vergessen. Seht ihr? Der Rücken freut sich, wenn man das so abstellt. Aber man kann nicht immer nur Video machen und ach, alles auf einmal. Also der erste Honigraum komplett gefüllt, würde ich mal fast sagen. Eine Wabe vielleicht noch nicht am Rand da. Ich glaube, da rufen wir mal den Kollegen an. Sagen ihm, du, pass auf, bei uns hier zu Hause, da honigt es. Wenn er Bock hat, kann er seinen Bienenvölker hier herstellen. Da findet man für den auch noch ein Plätzle. Aber momentan haben wir so richtiges Aprilwetter. Wartet, ich drehe euch mal um. Seht ihr das? Da kommt schon wieder schwarz. Also ich war heute ungelogen schon zweimal pitchnass und bin zweimal wieder innerhalb von Viertelstunde komplett getrocknet worden. Also aber eigentlich ein schönes Wetter, ne? Also wir fahren jetzt mal zum Zanderbienenstand. Ich wünsche euch was. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefällt. Und schaut auch mal bei Instagram vorbei, da gibt es die ein oder andere Neuigkeit, ein bisschen ergänzend vielleicht noch. Und vor allem würde mich mal interessieren, wenn ihr Bock auf Livestream habt, ne, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Weil dann können wir sowas vielleicht auch in Zukunft vermehrt machen. Also, wir sehen uns gleich. Jetzt sind wir hier, wir haben noch ein paar Zandervölker, fragt mich nicht, also haben wir einfach, ne? Sind halt da.
gibt es jetzt, weil auch hier haben wir, ich weiß gar nicht, haben wir hier schon, ich glaube, hier haben wir schon Honig runter. Ja, hier haben wir, glaube ich, schon auch ein, also hier haben wir auch drei Viertelsage wieder Honig. Gucken wir gleich mal, jetzt machen wir nur unsere Challenge praktisch. Ne? Oh, jetzt habe ich das hier gerade blöd hingestellt. So. Dann wollen wir mal starten. Nehmen wir das Absperrgitter runter. So. Nehmen wir die erste Wabe raus. Also ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht Bienenrollen quetschen. Das ist im Prinzip der größte Nachteil, den ich sehe. So, ich stelle mal auf die Seite und dann gucken wir sie uns alle an. Hier haben wir schon eine Schwarmzelle. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob es euch auch mal statistisch interessieren würde, wie viele Schwarmzellen wir im Zander finden und wie viele im Tatant. Schreibt es einfach mal gerne in die Kommentare. So, da ist auch eine. Naja, das will ich. Da ist auch eine. Uiuiui, hier geht es ja rund. Ich glaube, zeitlich können wir das nicht vergleichen. Naja, wir können ja die Zeit für das Brechen der Schwarmzellen vielleicht irgendwie rausrechnen. Wir werden sehen, wie knapp das Ergebnis ist. Ob er das da einen Unterschied macht oder nicht. Auf jeden Fall haben wir hier schon ganz schöne Tendenzen zu schwärmen. Ne? Krasse Wurst. Und das ist ein bisschen, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen einfach. Das ist schon ein bisschen mein Gefühl, dass wir da bei Zander mehr Arbeit haben bei der Schwarmkontrolle, weil man schon, also bei meinen Tatantbienenvölkern, wie gesagt, dunkler Honig, Schwarmtrieb gleich null, was haben wir denn? Hier haben wir keinen dunklen Honig. Ja, das ist das Spannende. Das heißt, müssen wir die Wabe hier wieder reinfummeln. Als Brutwabe. Zwei Waben Honig hier. Oh, wow, oh, wow. Oh, wow, oh, wow. Oh, das ist nicht repräsentativ, diese Durchsicht hier. Absperrgitter drauf wieder. Gut. Hier könnte man in der Tat was Richtung Akazienhonig haben, ne? Weil da hinten haben wir einfach so einen Bürgerwald. Da kann es sein, dass da. Ja, da haben wir das. Etwas Akazie im Geschmack und Schwarmtrieb. Also, das war jetzt nicht so die repräsentative gute Nummer. Da schauen wir uns noch mal eins an. Schauen wir uns das letzte hier an. Gucken wir mal, wie wir das zeitlich hinbekommen. Nehmt, seid ihr noch? So. Wir haben gesagt, wir fangen beim Absperrgitter an. Jetzt tun wir das ja mal im Ganzen. Oh.
Ich denke jetzt im zweiten Versuch bei den Sandern haben wir doch noch einen ganz repräsentativen Versuch hinbekommen. Da haben wir jetzt keine Schwarmzellen gefunden. Wir haben aber relativ viel Futter im Brutraum. Ne? Also relativ viel. Eine, zwei Waben Futter vielleicht zusammengenommen. Kann man Rückschlüsse ziehen. Ja, ich weiß jetzt das Ergebnis nicht. Ich muss ja die Filmzeit dann anschauen. Und da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ihr seht den Film und vielleicht mache ich noch eine kurze Zusammenfassung, zeige euch das Ergebnis und ansonsten machen wir das im nächsten Video. Also wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen. Der macht jetzt Feierabend. Der raucht ab, kann man letztendlich sagen. Ich mache jetzt auch Feierabend. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Überraschend knapp das Ergebnis. Ne? So im Nachhinein muss ich aber auch sagen, die Völkeranzahl ist schon, also die Volksstärke ist aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera immer wieder so sieht, oder ich habe das Gefühl auf der Kamera, oder man sieht es auf der Kamera nicht so wirklich, diese Volkseinschätzung. Ne? Aber das Tatanbienenvolk war einfach stärker. Und hätten wir jetzt beim Zanderbienenvolk noch ein, zwei, ne, ihr seht am Schluss diese Waben, wären die auch noch mit Brut belegt oder so, dann hätten wir da ganz klar ein Thema, dass wir zeitlich da natürlich deutlich länger brauchen. Nichtsdestotrotz ist es der Komfort, also ihr seht es, wenn man die erste Wabe rausrollt, ich sag's ja auch in dem einen Video, rollt man einfach die Bienen, die sind dann gleich viel unruhiger. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich will auch nicht sagen, dass der dann prinzipiell schneller ist oder nicht schneller. Ich habe es euch jetzt einfach mal gezeigt, wie ich das so sehe oder wie das bei mir so aussieht, so eine Schwarmkontrolle. Da kann sich jeder ein Bild draus bilden. Warum keine Kippkontrolle? Oder einige von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, hey, nimm doch Kippkontrolle, da bist du dann zack, fertig. Haben wir natürlich früher auch schon gehabt, Liebig betriebsweise, zweizeigiges Zander, oben den Honigraum. Kippkontrolle, über das Thema Rücken wollen wir da nicht sprechen. Nach meinem letzten Jahr möchte ich darüber nicht reden. Also für das schon für mich unqualifiziert, weil man es ja dann doch ein bisschen den Rücken verdreht beim Heben. Oben den Honigraum im besten Fall noch drauf. Dann passt nicht auf, die rutscht das ganze Glumpatsch da durcheinander. Ich meine, kann jeder haben, wie er will. Für mich absolut nichts. Und dann kommt für mich natürlich noch das ganze Imkertechnische dazu. Das Platzangebot in zweiräumig Zander, das Bienengemäßig mit dem geteilten Brutraum spielt für mich da noch eine Rolle. Und dann eigentlich, Moment, die Punkte gehören eigentlich nicht in dieses Video, aber dann eigentlich, wenn wir bei der Schwarmkontrolle bleiben, der Punkt, dass diese Kippkontrolle bei mir früher mal funktioniert hat und mal auch nicht. Also es ist einfach sicherer, sich die Bienenvölker anzuschauen. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir eine Kippkontrolle machen und wir sehen eine Schwarmzelle und schauen dann 20 Waben an, oder von mir aus 16, weil da, oder 15, oder wie auch immer, wo das Brutnest ist, dann brauchen wir über eine zeitliche Vergleich nicht uns ernsthaft unterhalten. Ja, vor allem, wenn es um größere Völkerzahlen geht. Gut, schreibt mir gerne eure Meinungen, eure Anmerkungen in die Kommentare. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg, volle Honigtöpfe und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut!